Man kann sagen, dass also Todesfälle irgendwann alle Familien treffen. Bei manchen Familien passiert es unerwartet, plötzlich, bei anderen ist es eher erwartet. Egal wie es denn sei, in beiden Fällen werden die Hinterbliebenen nun mit einer Reihe von Fragen konfrontiert, und das erleben wir in unserer Beratungspraxis sehr häufig, die sie im Regelfall überfordern oder sehr schnell überfordern können. Ich möchte mit Ihnen jetzt zunächst mal ein paar Themenkomplexe durchsprechen von Fragen, die eigentlich regelmäßig auftauchen und über die man sich vor allem im Vorfeld schon mal Gedanken machen kann. Ein Themenkomplex, der ziemlich am Anfang Sie konfrontieren wird im Rahmen eines Todesfalls, ist die Frage, müssen bestehende Vollmachten und die Abbuchungsermächtigungen, die meistens bei den Banken bestehen, müssen die widerrufen werden? Oder enden die automatisch mit dem Tod? Ich weiß nicht, haben Sie da eine Vorstellung, eine Meinung dazu? Automatisch. Sie meinen automatisch? Sie schütteln den Kopf? Wenn die Vollmacht erteilt ist über den Tod hinaus, dann geht sie weiter. Ja, das ist im Regelfall tatsächlich so. Also die Vollmachten gelten im Regelfall über den Tod hinaus. Und es ist vor allem wichtig letzten Endes, dass die Abbuchungsermächtigungen, die meistens der Bank irgendwann erteilt werden, dass die auch über den Tod hinaus weiterlaufen. Also die müssen sie aktiv widerrufen. Und dann stellt sich die nächste Frage, wie macht man das? Gehe ich dann einfach zur Bank hin und sage, ja, ich bin der Herr Blaut, ich mache jetzt mal, bleib mal bei meinem Vater, mein Vater ist verstorben und ich möchte jetzt das Abonnement von der Rheinpfalz, die hier regelmäßig abbucht, das einfach widerrufen. Ja? Meinen Sie, das geht so? Nee? Was meinen Sie, was man machen muss? Erbschein. Ja, also ein Erbschein ist schon ganz richtig. Also Sie werden, wenn Sie Widerruf aussprechen wollen, brauchen Sie einen Erbnachweis, das ist richtig. Ja. Der Erbschein ist der beste Erbnachweis, den Sie haben können. Aber ich möchte Ihnen später auch aufzeigen, es gibt da noch andere Alternativen, die etwas günstiger sind. Das kann zum Beispiel sein, wenn man ein Testament gemacht hat beim Notar. Ja. Das wird im Regelfall von den Versicherungen und von den Banken im Augenblick auch akzeptiert als ausreichende Legitimation, um dort Verfügungen schon vorzunehmen bzw. Vollmachten zu widerrufen. Ja, nächste Frage, die sich stellt, Versicherungen, müssen die gekündigt werden oder erlöschen die automatisch? Gibt es dazu Erfahrungen oder Meinungen? Sie sagen gekündigt. Ja. Kommt drauf an. Sie haben richtig, es kommt drauf an, genau. Sie sind richtig. Auf was kommt es an? Ja, eine Lebensversicherung stelle ich mir vor, die endet mit dem Todesfall. Ja. Während eine irgendwie Kfz-Versicherung beispielsweise läuft auf eine bestimmte Zeit. Richtig. Ja. Also bei den Versicherungen ist es tatsächlich so, da kommt es drauf an. Da kommt es auf die Art der Versicherung drauf an. Wie Sie richtig gesagt haben, es gibt Versicherungen, die enden typischerweise mit dem Tod. Dazu gehört zum Beispiel auch die Krankenversicherung. Da müssen Sie nichts machen. Aber tatsächlich, die PKW-Haftpflichtversicherung endet nicht automatisch mit dem Tod. Dort müssen Sie letzten Endes kündigen. Ich sage das deswegen schon mal an dieser Stelle, weil wenn Mandanten zu uns kommen, man auch da nur richtig Auskunft erteilen kann, wenn die Unterlagen vorhanden sind. Also das auch, was ich jetzt sage, ist letzten Endes sehr generell gesprochen, um wirklich entscheiden zu können, im Falle eines Falles, muss ich aktiv etwas tun oder hat es sich allein durch den Todesfall schon erledigt, ja, ist es wichtig, dass die Hinterbliebenen auf die Unterlagen zugreifen können. Ja. Und das war, wenn ich das vielleicht ganz kurz einfügen darf, eigentlich die Idee bei dem Buch, das aktuelle Vorsorgehandbuch, das ist auch zum Teil da, um Ihnen eine Hilfe zu geben oder einen roten Faden zu geben, wie man seine Unterlagen und Informationen, die mal wichtig werden können, strukturiert. Also Sie erleichtern damit Ihren Hinterbliebenen einiges, wenn Sie sich vorher versuchen, ein bisschen zu organisieren. Ja, was haben wir noch? Ganz häufig, die meisten wohnen entweder zur Miete oder sind selbst Vermieter. Da stellt sich dann auch die Frage, muss ein Mietverhältnis gekündigt werden oder endet ein Mietverhältnis automatisch? Auch da nochmal meine Frage an Sie.
Ja, gut, das können wir vorweg nehmen. Also ein Mietverhältnis endet nicht automatisch mit dem Tod, das muss gekündigt werden. Da es hier aber auch ganz verschiedene Konstellationen gibt, auf die man achten sollte, komme ich im Laufe meines Vortrags dann nochmal etwas detaillierter darauf zurück. Ja. Okay, dann kommen wir mal zum Themenkomplex, der dann wirklich ganz am Anfang steht. Das ist die Frage, wie wird denn der Verstorbene bestattet? Klassischerweise, es gibt eine Erdbestattung, es gibt auch eine Feuerbestattung, es gibt eine Seebestattung. Jetzt ist die Frage, irgendjemand muss ja entscheiden oder sagen, in welcher Form die Bestattung durchgeführt werden soll. Haben Sie eine Vorstellung, wird das bestimmt? Der Verstorbene im Vorfeld. Der Verstorbene im Vorfeld, ja. Oder wenn Kinder da sind, die Kinder, wenn ich beides gemacht habe. Kann man auch dran denken, ja. Aber wer entscheidet es denn wirklich? Auf wessen Willen kommt es denn wirklich primär an? Den Verstorbenen. Ja, richtig, das ist der Verstorbene. Ja, aber wichtig ist jetzt wieder Folgendes. Der Verstorbene muss aber diesen Willen äußern. Ja, er muss ihn kundtun. Ich sage jetzt mal hier schon, es reicht formlos. Formlos warum? Komme ich später nochmal drauf zurück. Ja. Aber tatsächlich ist es so, der Verstorbene bestimmt die Art und Weise seiner Bestattung. Ja. Allerdings muss dieser Wille muss geäußert werden. Wenn er nicht geäußert wird, wenn er also für die Umgebung nicht feststellbar ist, dann ist es tatsächlich so, dass als nächstes der Ehegatte bestimmen würde, wenn der Ehegatte es nicht möchte, die volljährigen Kinder, wenn sie sich irgendwie einig werden, oder die Geschwister bestimmen dann die Art der Bestattung. Ja? Und es ist wichtig, der Personenkreis Ehegatte, Kinder und Geschwister bestimmen auch dann, wenn sie nicht Erbe geworden sind. Ja? Also deswegen sollte der Verstorbene oder derjenige, der Erblasser, der potenzielle Erblasser, wirklich davon Gebrauch machen, im Vorfeld zu sagen, wie er gerne bestattet werden möchte. Ja, jetzt haben wir die Bestattung. Jetzt ist die nächste Frage, die jetzt kommt. Wer bezahlt das Bestattungsunternehmen? Wer bezahlt denn die Bestattung? Entweder der Verstorbene im Vorfeld. Das ist eine Möglichkeit, ja. Oder die Erben. Warum nicht derjenige, der gesagt hat, es gibt eine Feuerbestattung? Nee. Er muss es nicht machen. Er muss es nicht machen, meinen Sie? Nein. Sie wissen, es gibt so einen Spruch, das heißt, wer bestellt, bezahlt. Aber nein, glaube ich nicht. Sie glauben es nicht? Nein. Was glauben die anderen im Raum? Ja. Sie meinen schon, der das Bestattungsunternehmen anruft, das ist derjenige, der dann auch zum Schluss bezahlen muss. Ne? Ja. Nee, da liegen Sie leider falsch. Da haben wir eine Hilfe im Gesetz, da bestimmt also der Paragraf 1968 BGB, also eindeutig, es ist der Erbe. Der oder die Erben müssen die Bestattung bezahlen. So, jetzt haben wir schon ab und zu, habe ich das Wort Erbe schon verwendet. Also hier ist es schon, sage ich mal, ganz evident, wenn also den Erben letzten Endes die Verpflichtung trifft, die Beerdigungskosten zu übernehmen, dann ist es für uns natürlich auch mal wichtig zu wissen, wer denn überhaupt Erbe ist oder wer wird denn überhaupt Erbe. Ja? Gut. Da ist es so, unsere Rechtsordnung sieht zwei Möglichkeiten vor. Die Berufung zum Erben kann entweder auf dem Gesetz beruhen, das ist dann die sogenannte gesetzliche Erbfolge, oder aber sie beruht auf dem Willen des Erblassers. Das ist die sogenannte gewillkürte Erbfolge. Die gewillkürte Erbfolge erfolgt dann durch Testament oder durch einen Erbvertrag. Ja? Wenden wir uns zunächst mal der gesetzlichen Erbfolge zu. Die gesetzliche Erbfolge tritt also immer dann ein, wenn der Verstorbene keinen Erben bestimmt hat oder aber wenn der eingesetzte Erbe nicht zur Erbfolge gelangt. Das ist möglich, wenn er zum Beispiel die Erbschaft ausschlägt. Ja? So, also im Grunde genommen kann man es reduzieren auf die Kernaussage, dass in dem Augenblick, wenn sie nichts tun und dann versterben, das Gesetz festlegt und bestimmt, wer ihre Erben sind. Und da können wir uns mal anschauen, welche Personen nach unserer Rechtsordnung da überhaupt in Betracht kommen. Da haben wir einmal die Abkömmlinge des Erblassers, also seine Kinder, auch die Adoptivkinder. Das können sein die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Das können aber auch sein die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
Es kann sein, der Ehegatte, ich habe das jetzt mal hier noch ergänzend dazu gemacht, dass auch die eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft mittlerweile der Ehe gleichgestellt ist. Also kann auch da der eingetragene Lebenspartner zum gesetzlichen Erbe berufen werden. Und ganz zum Schluss bleibt immer ein Erbe übrig, das ist der Fiskus. Ja? So. Unsere Rechtsordnung geht hin und teilt die Personen, die wir hier vorne gesehen haben, die können sich ja letzten Endes zusammenfassen, wenn Sie hier gucken, dass man den Fiskus außen vor und den Ehegatten klammern wir auch ein bisschen ab, aber all die Personen, die hier vorne aufgeführt sind, das sind Verwandte des Verstorbenen. Ja? So, unsere Rechtsordnung geht jetzt hin und teilt diese Verwandten in verschiedene Ordnungen ein. Es gibt so 5 oder 6 Ordnungen, damit jetzt nicht zu weit ausufert und ich versuche das einigermaßen prägnant für Sie zu fassen, beschränke ich mich mal hier auf die erste Ordnung und die zweite Ordnung. Die erste Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers, das sind also die Kinder. Die zweite Ordnung, das sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Das Gesetz hat dann auch noch eine feste Regel, die sagt, dass solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhanden ist, ein Verwandter einer nachgehenden Ordnung nicht Erbe werden kann. Innerhalb einer Ordnung gelten dann besondere Prinzipien. Das ist einmal das Repräsentationsprinzip und das Eintrittsrecht. Und es wird über die sogenannte Stammfolge ermittelt, die Erbquote und die Personen, die Erben geworden sind. So, ich denke, das ist relativ sehr viel, das ist sehr kompliziert, das ist jetzt auch sehr viel. Ich versuche Ihnen das mal an einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen, was das eigentlich jetzt alles meint im Ergebnis. Gehen wir vom folgenden Fall aus. Wir haben hier unseren Erblasser. Der hat 2 Söhne. Sagen wir, das ist der K1 und der K2. Ich hoffe, verstehen Sie mich noch so? Ist das jetzt? Ja? Okay. So, im Zeitpunkt des Todesfalles gehen wir davon aus, dass der K1 noch lebt. Also ein Sohn lebt. Ein Sohn ist schon vorverstorben. Beide Söhne haben Kinder. Das sind die Enkel des Erblassers. So, und wenn wir das jetzt durchspielen, was bei uns von der normalen gesetzlichen Erbfolge läuft, dann sieht es so aus, gebildet werden Stämme, das sind die Söhne. Jeder Sohn, der K1, bildet einen Stamm und der K2 bildet einen Stamm. Jeder Stamm erbt zu gleichen Teilen. Das heißt, der K1 erbt die Hälfte und der K2 erbt die andere Hälfte. Der K1 repräsentiert seinen Stamm, weil er noch lebt. Also erbt der K1 allein 1/2, sein Sohn, der Enkel, erbt nicht. Anders ist es bei K2. Der K2 ist schon vorverstorben. Jetzt gilt das sogenannte Eintrittsrecht. Das heißt, die Enkel E2 und der Enkel E3 treten an die Stelle von K2, aber auch wieder zu gleichen Teilen, sodass die Hälfte, die der K2 theoretisch erhalten würde, wiederum aufgeteilt wird auf E2 und auf E3, sodass die beiden Enkel dann jeweils ein Viertel erben. Das ist das, ja, Entschuldigung. Der Ehegatte? Der Ehegatte, zu dem komme ich noch. Mit dem Ehegatte wird es noch komplizierter. Ich habe das ist die nächste Folie, da kommen wir jetzt als nächstes hin. Ja? Ich habe den Ehegatten jetzt hier einfach mal rausgelassen, um Ihnen zunächst mal die Schlagworte, die ich Ihnen genannt habe, ein bisschen transparent zu machen, letzten Endes. Ja? So. Wenn wir jetzt noch eine Leiter hochklettern, dann kommen wir zum Ehegatten. Und dann wird es richtig kompliziert, weil beim Ehegatten kommt es nicht nur darauf an, neben welcher Ordnung der Ehegatte erbt, sondern beim Ehegatten kommt es noch entscheidend darauf an, in welchem Güterstand er mit dem Verstorbenen gelebt hat. Ich spiele das einmal für Sie durch, für den Regelfall, den wir also zu 85% haben. Der Ehegatte erbt neben der Verwandten der ersten Ordnung, auch nur neben den Verwandten der ersten Ordnung, zu 1/4. Ja? Jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, es kommt jetzt darüber hinaus darauf an, in welcher Gütergemeinschaft die Ehe geschlossen wurde. Im Regelfall haben wir die modifizierte Zugewinngemeinschaft. Ja? Dann findet nach dem Tod ein sogenannter pauschaler Ausgleich statt. Und der sieht so aus, dass der Erbteil des überlebenden Ehegatten sich nochmal um ein weiteres Viertel erhöht. Sodass der überlebende Ehegatte neben Verwandten erster Ordnung zu einem Halb erbt. Ich habe das unten an dem Beispiel mal klar gemacht. Hier haben wir den Erblasser, der hinterlässt seine Frau und seine beiden Kinder.
Die Frau erbt, wie gesagt, ein Viertel plus pauschalierter Zugewinnausgleich, nochmals ein Viertel. Sie erbt damit ein Halb und die beiden Kinder erben dann jeweils ein Viertel. Ja? Okay. So viel zunächst mal zur gesetzlichen Erbfolge. Ich habe das wirklich kurz gemacht. Ich habe Ihnen versucht, einfach diese Grundsätze klar zu machen. Wer dort das genauer wissen möchte, sollte sich in irgendeiner Form beraten lassen. Weil das kommt darauf an, in welchem Güterstand leben Sie, neben welcher Ordnung weitere Erben würden Sie erben. Also das, wie gesagt, lässt sich jetzt nicht alles hier über einen Kamm letzten Endes scheren. So, vorhin habe ich Ihnen schon gesagt, eine weitere Möglichkeit, wie man Erbe werden kann, beruht darauf, dass es der Erblasser bestimmt hat. Das ist die sogenannte Willkür der Erbfolge. Die geschieht einmal durch ein Testament, das eigenhändige Testament. Das kann aber auch geschehen durch ein notarielles oder auch öffentliches Testament genannt. Möglich ist auch ein gemeinschaftliches Testament. Und die letzte Möglichkeit ist, man schließt einen Erbvertrag. So. Das Testament dürfte wahrscheinlich bei Ihnen das geläufigste sein, das normale eigenhändige Testament. Eigenhändiges Testament heißt das deswegen, man muss es eigenhändig schreiben und man muss es eigenhändig unterschreiben. Es ist die einfachste Form, wie Sie ein Testament machen können. Sie können sich einfach zu Hause hinsetzen, Sie nehmen ein Blatt Papier, schreiben oben drüber mein letzter Wille und dann schreiben Sie das so hin, wie Sie das möchten. Ja? Man sollte bei so einem eigenhändigen Testament das Datum angeben und eventuell auch den Ort, wo man es erstellt hat. Ich sage das deswegen, es ist so, wenn es Streit unter den Erben gibt, dann sieht ja immer so aus, dass die Mandanten zu einem kommen und sagen, ja, es stimmt, der Papa hat da noch was gemacht, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war der nicht mehr geschäftsfähig. Da war der nicht mehr testierfähig. Das ist der Hauptanwalt, der kommt. So, wenn Sie zumindest ein Datum angeben, dann besteht die Möglichkeit, eventuell auch noch hinter Hinzuziehen von den medizinischen Unterlagen nochmal festzustellen, ob da was dran ist. Es kann tatsächlich sein, dass man in irgendeinem Stadium nicht mehr geschäftsfähig ist oder auch nicht mehr testierfähig ist. Ja? Allerdings, sagen wir, wenn Sie jetzt ein Testament machen, 1975 oder 1982 und Sie waren bei bester Gesundheit und das geht auch aus Ihrer Krankenakte hervor, dann ist der Einwand vom Tisch. Deswegen ist Gesetz fordert das zwar nicht, aber man sollte es machen. Und man sollte, wenn man ein eigenhändiges Testament macht, es auch möglichst einfach gestalten, nicht zu kompliziert machen. Also nennen Sie auf jeden Fall, wer Erbe sein soll und geben Sie eine Quote an. Ja? Also ganz sinnvoll ist es, wenn man wirklich sagt, ich habe das jetzt einfach mal als A, B und C, sollen meine Erben zu je ein Drittel sein. Dann weiß jeder hinterher, was gemeint ist. Es gibt keinen Streit. Eine Frage gestellt? Ja. Nehmen wir an, dieses Beispiel A sei die Ehefrau, B und C die beiden Kinder. Ja. Dann kann ich doch aber gar nicht festlegen, dass jeder zu... Die haben doch vorhin gesagt, die Ehefrau bekommt auf jeden Fall die Hälfte. Nur dann, wenn Sie mal die gesetzlichen Erbfolge sind. Das ist ja der Vorteil, in dem Augenblick, wenn Sie selbst bestimmen, über das Testament, ja, dann können Sie von der gesetzlichen Erbfolge vollkommen abweichen. Ja, es gibt auch da vom Gesetz gewisse Grenzen, aber vom Grundsatz gehen Sie davon aus. Das ist für denjenigen interessant, der genau nicht die gesetzliche Erbfolge möchte. Der kann da vollkommen andere Erbfolge festlegen und er kann andere Quoten festlegen. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, danke. Okay. Noch eine kurze Frage. Sie haben zwei Begriffe verwendet. Ja. Geschäftsfähigkeit und Testierfähigkeit. Was ist der Unterschied? Genau, Geschäftsfähigkeit kann ich mir schon was vorstellen. Die Geschäftsfähigkeit geht weiter als die Testierfähigkeit. Die Geschäftsfähigkeit ist wirklich, die können Sie noch wirksam Verträge schließen, also sind Sie wirklich noch ganz frei in Ihrer Willensäußerung. Die Testierfähigkeit ist ein bisschen weniger. Ja, also man kann eingeschränkt sein, aber noch testierfähig sein. Ja? Also die Testierfähigkeit ist ein etwas weniger als die Geschäftsfähigkeit. Für Geschäftsfähigkeit müssen Sie noch mehr bei Verstand sein, möchte ich mal sagen. Ja? Okay. Weitere Möglichkeit, die wir haben, das ist das notarielle oder auch öffentliche Testament. Das heißt nur so, öffentlich ist es natürlich überhaupt nicht. Das machen Sie bei einem Notar. Da gehen Sie zu einem Notar hin und es ist zwar vom Gesetz so vorgesehen, dass Sie dem Notar erklären, was Sie gerne möchten und der Notar das niederschreibt.
oder Sie übergeben dem Notar schon ein Schriftstück mit der Erklärung, da drin ist mein letzter Wille. In der Praxis sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Der Notar wird Sie beraten. Ja? Und Sie können sich aber auch, bevor Sie zum Notar gehen, durch einen Rechtsanwalt beraten lassen, wie Ihr Testament aussehen soll. Ja? Der große Vorteil darin liegt wirklich, dass Sie dann einen Rechtskundigen bei der Seite haben. Die haben sehr viel Erfahrung letzten Endes, die Notare, mit dem, was sie machen. Sie haben Zeit, sie bekommen Entwürfe nach Hause, die können sie in aller Ruhe auf sich wirken lassen, sie können Fragen stellen und im Grunde genommen erst dann, wenn wirklich das all sich im Text wiederfindet, was sie möchten, erst dann findet die Beurkundung statt. Ja? Okay, dann hätten wir als weitere Möglichkeit das gemeinschaftliche Testament. Das können vor allem Ehegatten machen, mittlerweile auch die gleichgeschlechtlichen Lebenspartner, wenn sie eingetragen sind in der entsprechenden Partnerschaft. Im gemeinschaftlichen Testament ist es so, dass einer schreibt von den Ehegatten und beide unterschreiben. Es gilt dort das Gleiche, was ich oben schon gesagt habe, beim eigenhändigen Testament. Auch da sollte Datum und Ort angegeben werden. Falls irgendwo von irgendjemandem der Einwand erhoben wird, zum damaligen Zeitpunkt war einer oder beide nicht geschäftsfähig, respektive nicht testierfähig. Das Gemeinschaft... Entschuldigung, ja? Nochmal kurz, ganz kurz. Ja. Der notarielle öffentliche Testament ist eigentlich deshalb öffentlich, weil es ja dann beim Amtsgericht hinterlegt wird, oder? Es wird tatsächlich hinterlegt, tatsächlich beim Amtsgericht, das ist richtig, wird es dort in Verwahrung genommen. Warum es dann auch noch öffentlich heißt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also das ist so, das ist ein Begriff, der sich eingeprägt hat, aber es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, der Notar gibt es automatisch verpflichtend in die amtliche Verwahrung und das ist der Gerichtsbezirk, bei dem Sie wohnen. Okay, das gemeinschaftliche Testament ist ziemlich populär geworden durch das sogenannte Berliner Testament. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, den Ausdruck, ja. Dort ist es im Regelfall so, und das zeichnet das Berliner Testament aus oder kennzeichnet es letzten Endes, dass die Ehegatten sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen und dann aber noch bestimmen, dass nach dem Tode des Überlebenden der beiderseitige Nachlass an eine dritte oder an dritte Person, an einen sogenannten Schlusserben fallen soll. Die typische Formulierung sieht dann so aus. Oder auch an mehrere Schlusserben. Oder auch an mehrere Schlusserben. Ja, ja, also einer der mehrere. Ja. Also vom Text her sieht es typischerweise so aus. Wir, die Eheleute A und B, setzen uns gegenseitig zu Erben ein. Nach dem Tod des Überlebenden soll unser Nachlass an unsere gemeinschaftlichen Kinder C und D beziehungsweise an deren Abkömmlinge fallen. Ja, das ist die klassische Version vom Ehegattentestament. Ganz zum Schluss möchte ich nur ganz kurz noch auf den Erbvertrag eingehen. Der Erbvertrag ist eine Sache, die können Sie jetzt wiederum, also was uns klar geworden ist, das gemeinschaftliche Testament, das können Sie auch wieder gemeinsam machen. Also wie gesagt, einer schreibt, beide unterschreiben, können Sie zu Hause machen, Blatt Papier, keine Kosten. Ja? Die schwierigste Form eigentlich, sagen wir, erbrechtliche Verfügung zu machen, sind im Erbvertrag. Dafür gibt es aber auch die meisten Möglichkeiten, denn im Erbvertrag können Sie also auch mit vollkommen wildfremden Personen schließen, mit denen müssen Sie nicht verwandt sein, aber deswegen gibt es den Erbvertrag. Allerdings muss man beim Erbvertrag insoweit ein bisschen vorsichtig sein, weil die Verfügungen, die man dort trifft, sind vom Grundsatz nicht mehr widerrufbar. Ja? Also da sollte man sich wirklich sehr genau überlegen, ob man sowas macht oder mit welchem Inhalt man sowas macht. Ja? Ich sage, es ist grundsätzlich nicht widerrufbar, es gibt schon noch Möglichkeiten, aber das sind dann wirklich hohe Anforderungen dran. Deswegen... Er bietet sich an, um dem Überlebenden eine wirklich gesicherte Rechtsposition zu geben. Das ist im Grunde die stärkste gesicherte Position, die sie geben können. Ja? Und mit dieser klaren rechtlichen Position natürlich auch eine starke wirtschaftliche Position. Ja? Allerdings muss man sich das überlegen, man kommt so schnell von dort nicht mehr weg, was man dort verfügt hat. Wenn man da Frage. Ja? Es heißt ja, dass dieses Berliner Testament seine Vor- und Nachteile hat. Ja. Kommen die da noch drauf oder können wir da irgendwas so sagen? Ich kann Ihnen sagen, ja, beim Berliner Testament haben Sie letzten Endes, das ist die Frage, das kommt ein bisschen auf Ihr Vermögen drauf an. Beim Berliner Testament gibt es zwei Möglichkeiten, das zu machen letzten Endes. Normalerweise setzen Sie sich die Eheleute gegenseitig zu Alleinerben ein, damit
würden Sie, wenn Sie Kinder haben, und das ist aber der typische Fall, wenn es gemacht wird, weil man ja eigentlich möchte, dass dann zum Schluss nach dem Letztversterbenden trotzdem der beiderseitige Nachlass an die Kinder geht. In dem Augenblick, wo Sie sich aber zunächst mal gegenseitig als Alleinerben einsetzen, weichen Sie von der gesetzlichen Erbfolge ab. Mit der Folge, dass Sie Ihre Kinder enterben. Mit der weiteren Folge, dass ein Kind dann hingehen kann, wenn es das möchte, und kann sagen, ich verlange den Pflichtteil im ersten Erbfall. Das ist möglich. Man kann das wieder verhindern, also man kann versuchen, dagegen zu steuern, indem man so eine Pflicht als Strafklausel noch einnimmt im gemeinschaftlichen Testament, dass man also sagt, okay, falls eins der Kinder nach dem ersten Erbfall tatsächlich schon seinen Pflichtteil geltend machen sollte gegenüber dem überlebenden Elternteil, dann kriegt es aber auch im zweiten Erbfall maximal den Pflichtteil. Ja? Aber da sind sie schon in einem Fahrwasser, wo ich ihnen sagen muss, da brauchen sie Rechtsberatung dazu, okay, um das zu machen. Ja. Aber sage ich mal, das ist ein bisschen die Vapor-Geschichte beim gemeinschaftlichen Testament, und bei Leuten, die also wirklich sehr großes Vermögen weiterzugeben haben, haben sie ein steuerliches Problem, weil sie im Grunde genommen zweimal nicht die Freibeträge ausnutzen können. Ja. Aber das ist auch nicht für jeden relevant, das ist dann eher, wenn ein Vermögen über 800.000 Euro geht. Ja. Ist es nicht so, dass wenn bei einem gemeinschaftlichen Testament einer stirbt, das Testament nicht mehr geändert werden kann? Auch das stimmt, ja. Wobei man sagen muss, es gibt auch wieder beide Varianten. Die Grundvariante sieht wirklich so aus, und das ist auch nicht das, warum man es auch macht letzten Endes, dass man das ganze Spiel deswegen durchspielt, um sicher zu gehen oder weitestgehend sicher zu gehen, was passiert nach meinem Tod mit meinem Nachlass. Und praktisch meistens geht es ja darum, dass die gemeinsamen Kinder dann die Schlusserben sein sollen. Und deswegen ist es so, können Sie im Regelfall ein gemeinschaftliches Testament, der Überlebende kann es nicht so einfach andere Verfügungen treffen. Kann man das umgehen? Ja, Sie können das umgehen. Also es gibt, erstens mal gibt es die Möglichkeit, Sie können sich gegenseitig die Freiheit einräumen, dass man anders testieren darf. Ja? Das ist teilweise auch gewünscht, wenn man wirklich Einfluss darauf nehmen möchte, wie sich die Kinder, sagen wir mal, entwickeln, das wissen Sie ja heute nicht. Ich habe jetzt 3 Kinder, ja, die gehen alle jetzt noch zur Schule. Was aus denen wird, sagen wir, jetzt gehen wir mal davon aus, ich versterbe zuerst, meine Frau verstirbt nach mir. Ich kann heute noch nicht absehen, was in 25 Jahren, ob, sage ich mal, eine mittlere Tochter vielleicht einen Lebenswandel hat, den ich möchte oder den ich nicht möchte. Ja. Da besteht die Möglichkeit, also da besteht in der Testierform schon die Möglichkeit, ich könnte meiner Frau die Möglichkeit einräumen, dann zu bestimmen, wie dann die Schlusserbfolge aussehen sollte. Ich kann natürlich hingehen und kann meiner Frau misstrauen und sagen, bevor die jetzt einen anderen heiratet, wenn ich nicht mehr da bin und mit dem, was weiß ich, das Erbe durchputzt, ja, und die Kinder kriegen gar nichts, das möchte ich gerade nicht, also deswegen gehe ich auf die bindende Wirkung. Mhm. Die Frage damit beantwortet? Ja. Okay. Ja, wir haben jetzt die beiden Formen oder die verschiedenen Formen von den Testamenten haben wir uns schon ein bisschen angeschaut gehabt. Ich wollte trotzdem jetzt nochmal auf die Vor- und auf die Nachteile der Testamente letzten Endes eingehen. Wobei es auch ein bisschen einfach eine Einstellungssache ist. Ich sage es immer trotzdem. Beim eigenhändigen Testament, das ist wirklich das, Sie setzen sich zu Hause hin, Sie nehmen ein Blatt Papier und schreiben es einfach hin. Ja. Das, Entschuldigung? Keine Frage. Muss das manuell geschrieben sein oder kann ich auch beim Computer das? Na, pass auf, da liegt schon eines, welches schon abkommt. Das ist das größte Problem beim eigenhändigen Testament. Sie müssen es eigenhändig schreiben und unterschreiben. Ja? Und das ist das, was im Regelfall eigentlich schief läuft. Also ganz häufig kommen Erben zu mir und sagen so, gucken Sie mal, hier haben wir das. Das ist zum Teil wunderbar gestaltet. Ja? Schön, gut leserlich, zum Teil mit Brieftauben drauf und so weiter und so fort. Ja. Und unten ist es auch sauber unterschrieben, aber das, so ein Testament ist das Papier nicht wert, auf dem es draufsteht. Ja. Also wirklich eigenhändig geschrieben. Und das Problem, was dann auch immer noch kommt, ist, man kann auch den Opa nicht stützen, noch helfen, ob es vielleicht doch noch geht. Das kommt alles vor. Ja. Also das eigenhändige Testament hat, sage ich mal, wirklich also den Nachteil, zum einen ist es so, wenn Sie es wirklich ganz alleine machen, ohne noch einen Rechtsbeistand beizuziehen, haben Sie einfach die Gefahr, dass Sie Ihren Willen nicht so niedergelegt bekommen, eventuell, wie Sie das wirklich gerne möchten. Ja? Oder Sie treffen Verfügungen,
die vielleicht doch nicht für Sie vielleicht klar sind, aber für die hinten dran bleiben, doch unklar sind. Es kommt zum Streit. Und das habe ich hier nochmal aufgeführt, das ist das, was Sie jetzt vorweggenommen haben. Es ist sehr schnell ein Formverstoß möglich und dann ist es vollkommen unwirksam. Und wir sind dann wieder bei der gesetzlichen Erbfolge. Ja. Das ist eben der Vorteil letzten Endes von dem notariellen Testament, dass diese Unklarheiten eigentlich, muss man sagen, ausgeschlossen sind. Also wenn Sie sich wirklich da mit dem Notar auseinandersetzen oder meinetwegen auch bevor Sie zum Notar gehen, sich von einem Rechtsanwalt oder von einer Rechtsanwältin beraten lassen, da können Sie dann doch weitestgehend heute, ich will schon sagen, ziemlich sicher ausschließen, dass es dann irgendwelche Probleme wegen der Gültigkeit gibt oder Auslegungsprobleme gibt. Ja? Ich habe noch eine Frage, wie kann man sicherstellen, dass der eigenhändige Vertrag oder das Testament, dass der dann nach dem Ableben auch gefunden wird und entsprechend Ja, also die könnt ihr heute, mittlerweile ist es möglich, dass Sie also auch das eigenhändige Testament können Sie in eine amtliche Verwahrung geben. Also Sie geben das beim Gericht ab, bei Ihrem Amtsgericht, das für Sie zuständig ist. Ja, das ist also die sicherste Möglichkeit, es dort zu hinterlegen. Das heißt, es wird nach dem Tod automatisch eröffnet. Nachgefragt, ob da was hinterlegt. Das wird automatisch angefragt, ja. Hat für Sie einen Nachteil, es kostet was, es sind glaube ich im Augenblick 75 Euro. Ja. Es hat für Sie noch einen weiteren Nachteil, Sie müssen, wenn Sie es anders haben wollen, aber wieder aus dieser amtlichen Verwahrung auch herausnehmen. Ja. Aber wenn Sie jetzt ganz sicher gehen wollen, geben Sie es zum Gericht in die amtliche Verwahrung. Sie können es aber auch in einem Schließfach bei der Bank geben. Sie können es auch zu irgendeiner Person Ihres Vertrauens geben. Aber wenn Sie, sage ich mal, wirklich ganz sicher sein wollen, würde ich dann doch raten, es in die amtliche Verwahrung zu nehmen, so wie es die Notare letzten Endes auch schon immer machen. Okay. Verwahrt auch die Rechtsanwaltskanzlei Testamente? Ja, das machen wir auch. Wir verwahren die auch. Und wir schauen das also auch immer wieder dann regelmäßig durch, letzten Endes, ob diese Testamente noch aktuell sind. Also wir treten dann schon immer in Kontakt zu dem Mandant. Weil man sollte an für sich sich relativ früh mit dem Thema beschäftigen. Allerdings, weil sich dann doch in der eigenen Lebenssituation, in der Familie immer wieder Änderungen ergeben können, sollte man auch immer noch mal prüfen und sich darüber Gedanken machen, ob das, was man mal eigentlich festgelegt hat vor 3, 4 oder 5 Jahren, ob das wirklich noch aktuell ist, ob das noch dem entspricht, was man möchte im Ergebnis. Und beim Ableben dann des Testaments wird praktisch dann der Rechtsanwalt tätig und... Genau, der geht dann... muss das Standesamt benachrichtigen und er muss das Nachlassgericht letzten Endes benachrichtigen, dass ein Testament da ist und dann wird es eröffnet. Ja, bitte? Wenn jetzt als Beispiel mein Mann und ich, wir fahren ein Auto von und üben beide unsere Tochter ist im Ausland. Wie erfahren Sie, dass wir, unsere Tochter muss wissen, dass das Testament bei Ihnen liegt, im anderen Fall ist es schwierig. Ja, dann, ist es schwierig. Genau, dann wird es eine zeitliche Verzögerung geben, das ist richtig, ja. Also wie gesagt, wenn Sie da wirklich sicher gehen wollen, sollte man die amtliche Verwahrung nehmen, weil die Nachlassgerichte und die Standesämter, wo der Todesfall sowieso gemeldet wird, die tauschen sich aus. Ja, ja bitte. Das Testament beim Notar, das kostet ja doch gut Geld. Da käme ich jetzt als nächstes noch drauf. Ja. Es ist, wenn es einen Nachteil gibt, dann ist es das, dass es Geld kostet. Das kostet ja, jetzt haben wir ja aber gesehen, das hängt ein bisschen von der Lebenssituation ab. Also das heißt, das Testament schreibt mal 5 Jahre in Nuancen neu. Fällt dann diese Gebühr beim Notar jedes Mal wieder gleich an? Wenn Sie es beim Notar ändern, ja. Das ist ein Problem, was Sie beim Notar haben. Okay. Das ist richtig. Und das muss man auch dazu sagen, das ist also auch die Notarkosten richten sich nach dem Vermögen, das Sie hinterlassen. Ja? Also wer viel hat, bezahlt viel beim Notar, wer weniger hat, zahlt weniger, obwohl inhaltlich das Gleiche drin, also drinstehen kann. Also das, können Sie mal eine Hausnummer nennen? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die hat sich jetzt aktuell geändert, die Notar- und Kostenordnung, aber da sind Sie schon mit, sage ich mal, rechnen Sie mal mit 2000 Euro. Also nicht irgendwie informiert davon. Nein. Also das sind schon die Obergrenze. Ja, sind so ordentlich dabei, weil da würde ich jetzt auch gerne nochmal dazu kommen. Das ist nämlich die Frage wirklich, wer überhaupt wirklich ein Testament errichten sollte.
Ja, also das muss man sich ja überlegen, ist das überhaupt sinnvoll im Ergebnis? Weil ich weiß nicht, inwieweit Sie das vielleicht vorhin gesehen haben. Ich habe vorhin schon mal gesagt, eigentlich sieht das Gesetz vor, dass Ihre Verwandten Ihre Erben werden. Das Gesetz, was wir haben, ist schon relativ alt. Also zumindest der Teil, den wir da haben, der geht sogar schon aufs römische Recht zurück. Der ist im Grunde genommen, würde ich sagen, ziemlich ausgewogen, die gesetzlichen Regelungen. Die gesetzlichen Regelungen treffen eigentlich die normale Lebenssituation von der Familie ziemlich gut. Ja? Deswegen ist es wirklich so, also ein Testament sollte und muss dann halt auch errichten, wer mit der gesetzlichen Erbfolge nicht einverstanden ist, wer die eben nicht möchte. Ja? Wenn Sie grundsätzlich davon ausgehen, dass Sie sagen, okay, dass mein Ehegatte was bekommt, dass meine Kinder was bekommen, haben Sie im Grunde genommen keinen Handlungsbedarf. Ja? Aber wer das meinetwegen wirklich umgehen möchte, wer sagt, was weiß ich, meine Ehefrau auf keinen Fall oder was weiß ich, meine Tochter unter keinen Umständen, dann müssen Sie was machen letzten Endes. Ja? Wichtig ist auch noch Personen, das kommt jetzt ein bisschen mehr aus meiner Tätigkeit als Nachlasspfleger, also Personen, die keine Kinder mehr haben, die keine Enkel mehr haben, die keinen Ehegatten mehr haben, die keine sonstigen Verwandten noch haben, die sollten auch ein Testament errichten, weil im Grunde ansonsten deren Nachlass fast nicht abzuwickeln ist. Also sie stellen die Nachlassgerichte und die Nachlasspfleger vor fast unlösbare Probleme. Im Regelfall wird dann wirklich der Fiskus Erbe. Und dann kann man wirklich sagen, okay, wenn ich dann der Stiftung was zukommen lassen möchte, kann man es vorher regeln, letzten Endes. Ja? Ja, meine Frage, ganz grob gestellt, ich weiß, dass das ein bisschen tiefer gehen muss. Sie hatten erst ein Showbild gezeigt, wo also der erste Sohn K1 und der zweite Sohn gestorben ist. Jetzt ganz kurz nur, zweite Sohn ist geschieden, hat wieder geheiratet. Bekommt seine zweite Frau jetzt das? Nein, nicht die Frau. Die Kinder? Nein, die Kinder. Das können Sie sich so merken, das läuft immer so, wie Ihr Blut fließt, von oben nach unten. Ja. Kann man dann angeben, dass die nur einen Pflichtteil bekommen? Können Sie auch machen, ja. Das kann man machen. Das können Sie machen. Aber dann, wie gesagt, im Rahmen eines Testaments. Ja, ja, gut. Ja, okay, das können Sie machen. Okay. So, und was? Entschuldigung, ja? Vielleicht sollte man in dem Zusammenhang auch noch sagen, da sind sich die meisten Leute ja auch nicht so drüber im Klaren, dass wenn keine Kinder da sind, dass dann die Geschwister des Erblassers neben dem Ehegatten gesetzliche Erben sind. Und das ist ja eine Situation, die für viele sehr überraschend ist. Das ja. Richtig, und deswegen habe ich gesagt, also das ist die Ausgangsfrage letzten Endes, die man muss sich oder man sollte sich zunächst mal mit der gesetzlichen Erbfolge beschäftigen und sehen, passt die auf mich letzten Endes oder passt sie nicht. Und wenn sie irgendwo nicht passt, dann sollte man tätig werden. Ich möchte noch auf eine Sache hier hinweisen, was in Zukunft wichtig sein wird, dass Personen, die einen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, auch die sollten zukünftig ein Testament machen. Und zwar deswegen, das Gesetz ist schon da, es ist noch nicht in Kraft getreten. In Zukunft wird nicht mehr nach der Staatsangehörigkeit bestimmt, nach welches Erbrecht auf ihren Todesfall anwendbar ist, sondern danach, wo sie sich gewöhnlicherweise aufhalten. Es gibt schon einige Personen, die ja doch ein halbes Jahr lang in Spanien leben. Und da kann es ihnen schon passieren, wenn sie in Spanien versterben, dass dann auf ihren Erbfall spanisches Recht angewendet wird. Und geplant ist das für die Zukunft nicht nur für ihren beweglichen Nachlass, sondern auch für den unbeweglichen Nachlass. Ja? Wie das zwar noch gelöst werden soll, wie dann nach spanischem Recht ein deutsches Grundstück weitervererbt wird, das wird man noch sehen, sage ich mal. Aber das ist, da geht die Reise hin. Ja, also da sollte man auch dran denken, weil Sie können im Rahmen eines Testaments auch das Recht bestimmen, das auf Ihren Erbfall angewendet werden soll. Und da können Sie deutsches Recht bestimmen oder wenn es Ihnen, was weiß ich, nach belgischem Recht angenehmer ist, machen Sie nach belgischem Recht. Kurze Frage dazu. Ein Staatsbürger, so ein Schweizer Staatsangehöriger, lebt in Deutschland, ja. Gilt für den dann das Schweizer Erbrecht? Die Schweiz ist die Ausnahme, oder? Weil die Schweiz nicht in der EU drin ist. Okay, nehmen wir ein EU-Land, damit es für die Allgemeinheit passt. Ja. Dann gilt das Herkunftsland, die Staatsangehörigkeit. Ja. So ist es auch heute noch. Also wenn ein Deutscher heute in Italien verstirbt, selbst wenn er dort 4 Jahre lebt oder 10 Jahre lebt, wird auf seinen Erbfall das deutsche Recht angewendet. Okay, also ein
Aber in Zukunft Spanier bald, das wird sich ändern. Der hier lebt, müsste dann nach spanischem Recht genau. behandelt werden. Richtig. Also Sie haben das ganz typischerweise hier, ganz typisch für Mannheim, die haben hier ganz viele türkische Mitbürger hier. Die meisten Erbfälle, die wir hier haben, die wir hier auch begleiten letzten Endes, die werden nach türkischem Recht abgewickelt. Also der Begriff Ausland bezieht sich in der Aussage nur auf außereuropäisch. Außereuropäisch. Okay. Darf ich noch was fragen? Was ist die Änderung in Zukunft in dem Land, in dem man dann lebt? In dem Land, in dem man lebt. Das soll so kommen. Ja, lebt heißt Lebensmittelpunkt. Den Lebensmittelpunkt. Das ist schon bei der Steuer, ja. Genau. Eine Frage, zum Beispiel mein Sohn lebt in der Schweiz. Ja. Wie ist das dann, wenn der sagen wir, 10 Jahre in der Schweiz lebt? Dann, also gut, zurzeit würde deutsches Recht auf ihn angewendet werden, aber es ist wohl damit zu rechnen, dass dann auf ihn Schweizer Recht angewendet wird. Ja. Wenn ich ein Testament oder eine Vorsorgevollmacht erstelle, wie stelle ich sicher, dass das nicht angefochten wird wegen Geschäftsunfähigkeit? Das können Sie im Grunde wirklich nur dadurch erreichen, indem Sie es früh machen, indem Sie es also wirklich relativ früh hingehen, wo man Ihre Geschäftsfähigkeit noch nicht anzweifelt. Sie sollten auf jeden Fall dann zum Notar gehen, weil der Notar verpflichtet ist, darüber sich ein Bild zu machen, ob Sie geschäftsfähig sind, ja oder nein. Das werden Sie auch in jedem notariellen Testament oder im Erbvertrag drin finden, dass sich der Notar von der Geschäftsfähigkeit und Testiersfähigkeit überzeugt hat. Ja? Und wenn Sie befürchten in der Familie, dass es da wirklich mal Streitigkeiten geben könnte, dann würde ich den Notar bitten, nicht nur so ein Standardgespräch mit Ihnen zu führen, weil das sieht in der Praxis schon eher so aus, Sie unterhalten sich vorne ein bisschen, ob Sie einen Kaffee möchten oder nicht. Ja? Und Sie haben mehr mit der Sekretärin gesprochen als mit dem Notar. Und der Notar sagt aber, und alles klar? Und Sie nicken mit dem Kopf. Ja? Und dann ein Anwalt macht das anders. Der Anwalt darf es nicht machen, der Notar macht es zum Schluss nicht. Das, ja. Nee, aber wirklich, wenn Sie damit rechnen oder wenn man damit rechnen muss, dass es tatsächlich vielleicht Streit in der Familie gibt oder dass man vielleicht auch zu einem Zeitpunkt ein Testament errichtet, wo Bedenken bestehen könnten, dann sollte man den Notar darauf hinweisen und dann wird ein ausführlicheres Gespräch geführt, beziehungsweise im Text ist auch genauer festgehalten, warum der Notar der Überzeugung ist, dass Sie vollgeschäftsfähig sind. In dem Vordruck von der Vorsorgevollmacht habe ich gesehen, dass da zwei Leute mit unterschreiben sollten, beispielsweise ein Arzt oder sonst jemand, dass man voll geschäftsfähig ist. Ist das auch ausreichend? Das wäre auch ausreichend, ja. Aber wie gesagt, wenn es da, das ist wirklich was ich tagtäglich habe, das ist also die Streiterei, dass der Papa da nicht mehr geschäftsfähig war, das kommt standardmäßig aus Papier, also ist standardmäßig drauf und deswegen rate ich dann dazu, das ist immer ein Problem, ja klar, wenn es ein Arzt ihn bestätigt, aber dann ist es vielleicht ein Befreundeter und so weiter und so fort, also da gibt es große Widersprüche, also da würde ich wirklich eher sagen, gehen Sie zum Notar und dann machen Sie den Notar darauf aufmerksam, dass es darauf ankommen könnte. Also es gibt sicherlich ja sehr klare Fälle, also irgendeine geistigen Störung oder so, schwere organische Erkrankung, sodass jemand in der Tat nicht mehr weiß, was er tut. Aber was ist denn mit den vielen Fällen, wo der Erblasser zwar noch so einigermaßen im Oberstübchen korrekt ist, aber überhaupt nicht mehr überblickt, was er da eigentlich macht, die Tragweite dessen, was er da verfügt, überhaupt nicht mehr kennt? Dann wäre er nicht mehr testierfähig. Das ist der Punkt. Das ist das, wo Sie mich vorhin schon mal gefragt haben. Dann wäre auch die Testierfähigkeit nicht gegeben. Ja, aber geschäftsfähig wäre er noch. Nee, in dem Fall ist es auch nicht mehr. Wenn er das schon nicht mehr versteht, was er jetzt eigentlich macht mit seiner Verfügung, wenn er das nicht mehr nachvollziehen kann, welche rechtlichen Folgen das hat, dann fehlt ihm auch die Geschäftsfähigkeit auf jeden Fall. Okay. Ja, aber es kann ja durchaus noch sein, Sie brauchen ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, was ja schon häufig vorkommt, Sie sind im Krankenhaus, Sie wissen, Sie werden sterben und dann kommt ja auch der Notar zu Ihnen hingefahren letzten Endes. Wenn Sie in dem Augenblick sind Sie vielleicht jetzt nicht mehr in der Lage, noch irgendwelche Verträge zu verstehen, was ist ein Leasingvertrag, aber Sie verstehen vielleicht in dem Augenblick noch, dass Sie Ihren Enkel Julius als Alleinerben einsetzen möchten. Punkt. Verstehen Sie? Das ist vielleicht auch der Unterschied, nochmal klar, der Unterschied zwischen der Geschäftsfähigkeit und der Testierfähigkeit. Bei der Testierfähigkeit reicht es, wenn Sie noch die Tragweite Ihrer Verfügung nachvollziehen können. Und die muss ja nicht immer kompliziert sein. Es kann ja wirklich einfach sein, dass man sagt, okay, ich möchte
bin vorhin schon mal von Ihnen, glaube ich, darauf angesprochen worden, in Testamenten ist es ja nicht nur möglich, Verfügungen zu treffen, wie Juristen das nennen. Sie haben ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Auflage jemandem zu geben, dass sie sagen, okay, mein Grab soll mein bester Freund pflegen. Ja? Oder aber sie haben die Möglichkeit, noch ein Vermächtnis auszusprechen, dass sie sagen, mein PKW soll mein Enkel bekommen. Ja? Deswegen reicht das letzten Endes bei der Testierfähigkeit ein weniger aus. Wenn Sie das noch verstehen, was Sie da machen, letzten Endes, dann ist es okay. Gut, ich muss ein bisschen sich noch mal einfangen. Ich bin zwar froh, dass Sie sich so rege beteiligen, aber ich wollte doch noch mal auf die Schnittstelle zwischen Erb- und Mietrecht zurückkommen, weil auch das immer vielfältig Probleme bereitet. Und da jetzt auch noch mal ein bisschen zurückkommen auf unser Werk, was wir mit herausgeben, weil es da letzten Endes in den Konstellationen immer darauf ankommt, was steht denn im Vertrag. Ja? Wir haben vorhin schon mal uns zusammen ein bisschen erarbeitet, dass also mit dem Tod ein Mietverhältnis nicht automatisch endet. Es läuft also weiter. Jetzt müssen wir verschiedene Situationen unterscheiden. Ausgangspunkt ist so, dass wir sagen, der Verstorbene war Mieter, ja, und hat mit seinem Ehegatten in einer Wohnung oder in einem Haus gelebt, letzten Endes. Ja. Dann kann es sein, dass im Mietvertrag nicht der Verstorbene drinsteht, sondern der Überlebende. Ja. In so einem Fall ändert sich natürlich nichts. Wenn ich nicht im Vertrag drinstehe als Erblasser und dann sterbe, dann hat das überhaupt keine Auswirkung auf das Mietverhältnis. Ja. Und das Mietverhältnis wird auch ganz normal weitergeführt. Es gibt auch kein Sonderkündigungsrecht in dem Augenblick. Ja, also der überlebende Ehegatte kann dann nicht kündigen und der Vermieter kann dann auch nicht kündigen. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn beide Partner Mieter waren, dann sagt das Gesetz zwar auch, ja okay, der Überlebende, das Mietverhältnis wird weitergeführt mit dem überlebenden Ehegatten. Ja. Allerdings hat der überlebende Ehegatte dann ein Sonderkündigungsrecht. Der kann dann innerhalb von einem Monat das Mietverhältnis in der dreimonatigen Frist kündigen. Kann er sich überlegen, da hat er also die Möglichkeit, vielleicht aus dem Mietvertrag auszusteigen, der für ihn vielleicht jetzt finanziell zu schwierig wird. Unabhängig von der Dauer? Unabhängig von der Dauer, richtig. Das ist das Interessante. Also es ist eine Schutzvorschrift letzten Endes, damit der Überlebende eben dann zu guten, noch vernünftigen Konditionen aus dem Mietverhältnis vielleicht raus kann, was ihn überfordern würde wirtschaftlich. So, dann haben wir sehr häufig, dass eben nur der Verstorbene eben der Mieter war. Klassischerweise haben die Väter oder der männliche Teil den Mietvertrag nur unterschrieben. Da sieht das Gesetz aber auch vor, dass der überlebende Ehegatte auch automatisch in den bestehenden Mietvertrag eintritt. Ja. Der Ehegatte tritt alleine ein, auch wenn noch Kinder mit im Haushalt leben, auch wenn das noch erwachsene Kinder sind. Der überlebende Ehegatte wird sozusagen geschützt, der soll in der Wohnung bleiben können. Man braucht dann auch keinen neuen Mietvertrag abzuschließen. Die Vermieter möchten das zwar immer ganz gern und nehmen das immer ganz gern auch zum Anlass, dass man sagt, jetzt wollen wir doch auch die Miete etwas erhöhen. Ja? Das ist nicht so. Also selbst wenn der Überlebende nicht im Vertrag drinsteht, ja, brauchen wir keinen neuen Mietvertrag zu machen, der alte gilt also uneingeschränkt weiter. Aber auch hier ist es so, wenn der überlebende Ehepartner das nicht möchte, kann er durch eine Erklärung gegenüber seinem Vermieter auch innerhalb von einem Monat mitteilen, dass er aus dem Mietverhältnis ausscheiden möchte. Es haben dann, falls die Kinder im Haus dort noch leben oder in der Wohnung leben, die Möglichkeit einzutreten. Ja? Allerdings muss man sagen, in der Konstellation ist es so, dass der Vermieter die Möglichkeit hat, seinerseits zu kündigen, wenn also er irgendwie Probleme mit der Person des Eintretenden hat ins Mietverhältnis. So, wenn jetzt keine von den Konstellationen vorliegt, die ich Ihnen aufgezeigt habe, dann ist es aber trotzdem immer noch so, dass ein Mietvertrag weiterläuft, und zwar dann mit den Erben, mit den oder mit den Erben, die da sind. Und dann ist der Erbe wirklich gefragt, das ist das, was wir eingangs schon hatten, dann müssen, wenn Sie also nicht dieses Mietverhältnis wollen, und das ist im Regelfall der Fall, die wollen meistens ja keine zwei Wohnungen anmieten oder zwei Häuser, dann müssen sie kündigen, da haben sie auch einen Monat. Allerdings, sie haben auch eine Kündigungsfrist letzten Endes von 3 Monaten. Muss man wirklich dran denken. Das ist auch ganz häufig eine Beratungspraxis, dass Leute kommen und das müssen sie auch dran denken, dass sie also als Erbe, Entschuldigung,
als Erbe haften Sie dann auch noch für die gesamten Nachlassverbindlichkeiten aus dem Mietverhältnis. Das heißt also, wenn die Nebenkostenabrechnung noch nicht bezahlt wurde oder wenn es Mietrückstände gibt, Sie sind dann dran. Ja? Weil ich habe ganz häufig das eben so, dass die Leute zu einem kommen und sagen, ja Moment, die Oma ist gestorben oder die Mama ist gestorben und das war's. Ja, wir räumen noch den Schrank raus oder sowas. Aber die meinen dann immer, da hätten sie nichts mehr mit zu tun. Dem ist aber nicht so. Aber in der Konstellation kann also auch der Mieter der Vermieter zu gleichen Konditionen kündigen. So, letzte Variante, die ich mit Ihnen nochmal durchspielen möchte, ist, dass der Vermieter derjenige ist, der verstirbt. Ne? Die ist aber letzten Endes ganz einfach, weil da läuft das Mietverhältnis ganz normal mit den Erben weiter, da ändert sich nichts. Da gibt es auch keine besonderen Kündigungsmöglichkeiten. So, ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin auch froh, dass Sie sich doch so rege beteiligt haben. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne noch zur Verfügung.